Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf Hochfragezeichen im Bergischen Land. Ja, ist soweit, wir müssen mal eine Presse mieten. Das machen wir jetzt mal zusammen. Der Deutz läuft noch in Ruhe. Gewendet hatte ich zu Ende. Ballentechnik. Was nehmen wir denn für eine Presse? Wir müssen ja eh wickeln. Nee. Nee, die hatte ich noch nie. Was kostet die denn in der Miete? Puh. 5000 ist viel Geld, ne? Was kostet die Fastbear? Da sich das nichts tut, mieten wir die Fastbear. Die finde ich am besten. Fahren wir mal eben zum Händler. Und holen das Gefährt der Begierde. Dass wir pressen können. Fahren wir mit dem Deutz, der ist ein bisschen schneller wie der Truck. Hochdruck rein. Oh, diese ollen Perle, ne? Ich muss die mal wegräumen. Vergesst das immer wieder. Ach, wir haben ja einen Hochdruckreiniger. Ne, da halten wir mal eben an. Kannst ja nicht so zum Händler fahren. Das geht ja nicht. Was denken denn die Leute von uns, wenn wir mit so einem dreckigen Trecker durch die Gegend heizen? Ist gar nicht schlecht, der Agroton, ne? Ich hatte den gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich mag den eigentlich. Schöner kleiner Schlepper. So, das dazu. So können wir auch mal wieder woanders hinfahren, ohne dass die Leute uns schief angucken, ne? Schön gewaschenen Schlepper. So, Abfahrt zum Händler, ne? Wir haben da ja noch was vor. Wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Unser Heu kann jetzt noch ein bisschen trocknen, bis wir gepresst haben. Dann wenden wir das nochmal schön. Weil dann können wir die Vicon direkt ja auch zum Heupressen nehmen, ne? Jetzt haben wir eh die Kosten bezahlt, also von daher ist das jetzt egal. Auf Dauer werden wir uns doch wohl mal eine Presse zulegen müssen, aber wir müssen erstmal unseren Kredit zurückzahlen. Damit wir auch mal hier auf den grünen Zweig kommen. Ein bisschen Fortschritt erzielen, ne? Ich hoffe ja, dass die Silage bei Leckes ein bisschen Kohlen bringt. Dass wir da echt mal ein paar Kohlen kriegen. Wir haben ja noch eine Wiese zu mähen, also von daher wichtig ist, dass wir Pferdegras gesät kriegen, ne? Dass wir uns das nicht immer zukaufen müssen. Und dann vielleicht mal ein, zwei Schweine. Hätte vielleicht auch Vorteile, aber wenn wir jetzt am Anfang jetzt für die Schweine alles dazu kaufen müssen, ey, dann sind Schweine echt am Anfang teuer. Dann rentiert sich das in meinen Augen nicht. Wichtig war mir auch einfach nur der Unterstand, dass du wenigstens mal ein paar Maschinen abstellen und reinstellen kannst, ne? Und wir sind mit dem Hof ja noch lange nicht fertig. Ich hätte gerne die Schafscheune dazu. Aber ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Ob die cool ist, ob man da schön was reinstellen kann. Und die wird vielleicht da hinten noch hinpassen. Und wenn nicht, holst du mal ein Stück vom Wald ab. Obwohl ich auf Holz gar keine Lust habe, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, weiß das jemand von euch? Wenn man das Sägewerk nicht gekauft hat, ob man da trotzdem Holz verkaufen kann. Und sonst kaufen wir uns dieses Biomasseheizkraftwerk, was ich euch da gezeigt habe. Das wäre ja auch noch eine Alternative, ne? Aber dann brauchst du auch so einen Holzhacker, der kostet richtig Kohlen. Vielleicht sollten wir uns das mal überlegen. Das könnte man da schön hinsetzen, ne? Das könnte man sich echt überlegen, dass wir das da so als kleine Einnahmequelle noch mit dahinstellen. Das können wir vielleicht
gleich noch mal irgendwann platzieren. So, und das Spritzmittel müssen wir auch noch abholen, ne? Das klingt immer so, so komisch, ne? Unser Pflanzenschutz. So, Abfahrt. Wie ich ein bisschen was hier in der Folge noch hinkriegen. So eine Viertelstunde, ne? Da kriegst du echt nicht viel geschafft, oder? Warum tut er sich so schwer damit? So, komm, Jung. Köben. Oh, den Flug wollte ich noch austauschen, ne? Oh. Und wenn wir das Ding kaufen, sind die Kohlen aber auch alle wieder weg. Ja, vielleicht ist das ganz sinnig hier. Dann können wir dann mal ein bisschen Holz hacken. Hätten vielleicht eine kleine Einnahmequelle nebenher, ne? Ja, mal gucken. Ein bisschen können wir noch in Kredit zur Not. Aber ich will jetzt nicht auch hier unendlich in Kredit gehen und dann kommst du dann nie von weg. Das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck des Zieles. Aber irgendwie müssen wir uns hier auch ein bisschen entwickeln. Schick wäre vielleicht noch eine Fläche dazu. Das könnte man überlegen. Eine Fläche dazu, das Biomasseheizkraftwerk, was es da gibt. Ja, und den Flug müssen wir austauschen, ne? Und dann mal Schweine anfangen irgendwann. Obwohl wir im Moment mit unseren kleinen Flächen und den Maschinen haben wir echt gut zu tun, ne? Ich weiß gar nicht, ob da extra noch eine Fläche jetzt dazu... ob das so viel Sinn macht. Da wir ja noch ziemlich klein mit den Maschinen sind, ne? Das sind alles so Fragen. Weiß man noch nicht. Ich glaube, wir warten erst noch mit einer Fläche. Und das hat, glaube ich, gar keinen Sinn. Wir können ja oben reinfahren, wir brauchen ja gar nicht hier lang. Schon mal hinten ausklappen. Oh, liebe Leute, so ist das im Leben, ne? Hier müssen wir rennen. So, ich glaube, mehr zieht ja gar nicht. Wir müssen aber erst mal ein Bild machen. So. Oh, das sieht doch cool aus, oder? Dann seht ihr auch, was wir machen. So, erster Gauk ist drinne. Ausgeklappt bist du. Dann leg ich mal los. Oh, da bist du zu knapsen, der Deutz, ne? Ah, viel gibt das nicht. Das seht ihr ja jetzt schon. Obwohl, so wenig ist das doch nicht, ne? Ich hab gar nicht nach hinten geguckt. Ja, einen Ballen haben wir ja schon mal. Schöne Spiegellatte, ne? Ich komme nicht hinten rausgucken. Ein Ballen haben wir. Da müssen wir halt gucken, wo wir die verkaufen können, ne?
dass wir die schönen Schickifani loswerden und dann echt Kohle mitmachen. Also für mich wäre das nächste Ziel wirklich dieses Biomasse-Heizkraftwerk, dass wir da vielleicht dadurch ein paar Kohlen einmachen. Ich glaube, das kostet 20.000, ne? Ja, und den Flug brauchen wir halt, ne? Mit dem Packer, dass wir uns das Gegrubber eigentlich sparen können am Flügen. Dass wir den Grubber dann auch vertickern und den Flug dafür nehmen. Weil der 2 Meter Grubber, das ist ja 2,5 Meter, das ist ja Spielerei, ne? Da reißt ja gar nichts mit. Ein bisschen was kommt ja doch zusammen, liebe Leute, ne? Ich hätte es nicht gedacht. Oh oh. Da haben wir aber ein paar Ballen zu juckeln, ey. Leg den mal bitte noch ab. Danke. So, irgendwie so. Sind die gleich in der Ecke vorne. Im kleinsten Gang drinnen, ne? Kannst du gar nicht mitfahren. Vor allem nicht in der Außenansicht. Das sieht doch ein bisschen quälen, unser Deutsch, ne? So, jetzt geht er da aber wieder. Schickifani. Läuft. Oh, ein bisschen was kommt zusammen. Das ist doch sofort Krassilage, oder? Ne? Das, wenn man ohne Season spielt, ist das doch sofort Krassilage, ne? Ich meine wohl, ne? Oh, muss ich doch echt quälen, der Deutsch. Aber ein schickes Gespann, ne? Kannst du ganz gut mit fahren. So Leute, ich sag dann jetzt aber erstmal Dank fürs Zugucken bis hierher. Ich denke, ich werde das mal ohne euch fertig machen. Wenn noch mehr Ballen pressen. Weiß ich nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Wenn nicht, macht den Daumen runter. Schreibt aber auch bitte einen Kommentar dazu. Dann weiß man Bescheid und dann kann man es auch vielleicht ändern, ne? Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.